Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Let's search Herzteile. Ich habe hier noch eine kleine Liste, die muss ich mir mal kurz nach oben holen, damit ich weiß, welche Herzteile uns noch fehlen. Und zwar gehen wir jetzt erstmal, wenn wir schon mal hier sind, bleiben wir doch direkt mal hier, würde ich mal fast behaupten, und holen uns... Ich will mit dir nicht reden, du bist hässlich. Rote Haare, rote Haare, rote Haare. So. Ist euch das mal aufgefallen? Bei Majora's Mask vor allem, dass da fast alle Leute rote Haare haben, außer Kafei und Link. Fast alle haben rote Haare. Ist doch nicht schön. So, wir haben hier irgendwo eine Wundererbse gepflanzt. Wo ich mir eigentlich sicher war, dass wir dieses Herzteil schon hatten. Und das hatten wir aber noch nicht. Ich habe jetzt nochmal wirklich Herzteil für Herzteil durchgeguckt, was wir uns geholt hatten. Und da drüben, da ist eine Kiste. Da müssen wir hin. Da. Zu dieser Kiste hier. So, die Frage ist, wie kommen wir da hin? Hier muss doch irgendwo ein Hühnchen sein. Da, 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 da. Ba-ba-da-bam, ba-ba-da-dam. Wo ist das Hühnchen? Wo ist das Hühnchen? Ist das nur als Kind da? Wenn nicht, muss ich gucken, dass ich da irgendwie mich runterhangeln kann. Und einfach hoffen. Oder dass ich mich direkt von hier darüber ziehen kann, an die Kiste. Aber das ist zu weit. Es ist zu weit. Aber ich müsste hier, wenn ich hier vorsichtig runtergehe, genau im Wasser landen. Genau. Ist okay, Mr. Nightfox. Wir landen jetzt im Wasser und gehen jetzt mal zurück zum Hylia-See, weil wir es nicht anders verdient haben. Genau. Ja, ja. Wir haben es nicht anders verdient, als zu failen. Also von daher... La, 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 la. Das Problem ist, dass wir da jetzt wieder hinlaufen müssen, Leute. Weil... Und der Song, der uns in die Wüste bringt, zum Wüstentempel bringt. Das ist nicht schön. Weil da müssen wir durch die ganze Wüste wieder zurücklaufen und das wollen wir nicht. Das ist viel zu viel Weg. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wo ist Epona? Vielleicht hat sie auch gerade ein bisschen Urlaub genommen. Mal schauen. Nee, das war falsch. Ja. So funktioniert das. So, Eponas Lied gespielt. Woher kommt unser holdes Ross? Ach Mann. Epona, wenn ich dich umbenennen könnte, würde ich dich einfach... Dann würde ich dich einfach Fury nennen. Fury im Schlachthaus. Ganz einfach. So. Wer die Anspielung verstanden hat, kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Mal schauen. Mal schauen. Ich war auch eben echt zwischenzeitlich am Überlegen, ob ich die Nachtschwärmer machen soll. Aber Leute, nee. Warum? Warum mehr machen, als wir müssen? Herzteile sind cool. Musik ist echt cool. So, herab. Ich hoffe, dass wir jetzt hier irgendwo mal ein Hühnchen finden, womit wir hier runter segeln können. Aber hier ist kein Hühnchen. Muss ich das als Kind machen? Kann ich sein. Steht doch, dass ich es als Erwachsener machen kann. Aber als Erwachsener ist hier kein Hühnchen. Hä? Aber wie soll ich da runterkommen? Komme ich von hier aus mit dem Haken dahin? Ich versuch's einfach mal. Nope. Dann gehen wir mal näher ran. Vielleicht klappt es ja jetzt. Nope. Egal wie ich es mache, es ist zu weit weg. Was wir aber machen könnten, ist theoretisch versuchen, mit den Boots dahin zu kommen. Aber dann von der anderen Seite.
Mit einem Hühnchen wäre das viel einfacher. Da könnten wir hinfliegen, wisst ihr? So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und dann so in diese Richtung laufe, mit den Stiefeln, Leute, dann müsste ich da auf diese Plattform kommen. Kann diesen Stein zerstören, kann gucken, was sich da befindet. Und kann mich noch mit dem Haken rüberziehen. Klappt das? Ja, es klappt. Sehr schön. So, dann nehmen wir jetzt hier mal den Hammer Time. So. Hauen den Klotz hier kaputt. Geht nicht, wir können ihn nur hochheben. So. Tschüss, Stein. So, was haben wir hier unten drin in der Höhle? In erster Linie ein Gegner. So. In erster Linie ein Gegner und... Das nicht wundern übrigens, das Geräusch im Hintergrund bedeutet nur, dass mein Video fertig gerendert ist, Leute. Ist nichts Schlimmes. Ist zwar voll professionell, was ich hier mache, ne? Aber hey. Okay, hier unten ist nichts, aber dafür holen wir uns jetzt dieses Herzteil. Ja, ja, unprofessionell. Falls man da jemanden im Hintergrund hört, ist das die Yomo Sangamu. Die hier sitzt und, ich glaube, Isaac in Isaac versagt. Nice! Da haben wir es. Jetzt fehlen uns nur noch 4 Herzteile. Und die holen wir uns jetzt. Und zwar... wir fangen mit dem in der Hylianischen Steppe an. Wir fangen mit dem in der Hylianischen Steppe an. Wie kommen wir da am fixesten hin? Nein. Indem wir nach Hyrule gehen, würde ich mal behaupten. So, denn in der Hylianischen Steppe, da wachsen ja viele Bäume. Und südlich von dem Fluss, dessen Wasser den Burggraben füllt, kann man so einen einzelnen Baum finden. Wenn wir da eine Bombe hinlegen, wird eine Erdhöhle aufgedeckt und dann ist da in einem tiefen See ein Herzteil versteckt. Das war jetzt nicht vorgelesen. Und das hatten wir schon mal versucht zu holen, das Herzteil. Sind aber nicht rangekommen, weil wir ja die Eisenstiefel nicht hatten. Ich würde sagen, wir laufen jetzt von der Zitadelle der Zeit bis dahin mit Eisenstiefeln zur Strafe. Nein, natürlich nicht. Wir laufen da mit den normalen Boots hin. Aber immerhin fehlen uns jetzt nur noch 3 eiskalte Herzteile nach diesem Herzteil, wenn wir das geholt haben. Und warum ich das so betone, dass das 3 eiskalte Herzteile sind, ist, weil die so kalt sind und so herzlos. Herzteile, die herzlos sind, wow. So. Hier müssen wir aufpassen auf die Zombies. Denn hier in Hyrule Town ist die Zombie-Apokalypse ausgebrochen, wie wir alle wissen. Wir könnten aber theoretisch echt noch die Nachtschwärmer holen, aber da habe ich keine Lust zu, bin ich ehrlich. So, südlich des Flusses, der den Burggraben füllt, sind Bäume. Und da ist ein einzelner, einsamer Baum. Und da ist ein Loch. Und da ist ein Herzteil. Und das müssen wir holen. Das müsste hier hinten gewesen sein. Hier sind auch noch ewig viele Skulpturas, muss man dazu sagen. Also über 50 können es ja nicht mehr sein. Es sind aber noch über 40. So, wo ist der einzelne, einsame Baum? Da. Da ist der einzelne, einsame Baum. Da werden die jetzt eine Bombe legen. Und woher soll man wissen, dass da ein Loch ist, wenn man damals keinen Spieleführer oder eben das Internet noch nicht hatte? Ganz einfach, es gab ja diesen Stein des Wissens, liebe Freunde, den man bei 20 oder 30 Skulltulas bekommt, ich glaube bei 20. Und wenn ihr dann damals bei der N64 ein Rumble Pack eingeführt habt in euren Controller, hat es bei solchen Punkten, wo ja, irgendwas versteckt ist, Löcher versteckt sind und sowas, hat der Controller vibriert. Und damit konntet ihr dann wissen, da ist was. Und daher war ein Spieleführer damals noch nicht mal so sehr notwendig. Aber ich muss trotz alledem sagen, die Spiele an für sich sind heutzutage alle recht viel, sehr viel einfacher geworden in meinen Augen.
Ich erinnere nur an Ocarina of Time 3D, wo du dir wegen jedem Scheiß in diesem Stein Hilfe holen konntest, um zu sehen, wie es weitergeht. Also, im Übrigen, Eisenstiefel sind, huch, Link, was ist mit dir denn los? Eisenstiefel sind zu schwer zum Schwimmen, ja, aber Rückwärtssaltos kann Link machen. Aber Rückwärtssaltos schafft Link. Mit Eisenstiefeln. Und diese Seitsprünge. So, zu schwer zum Laufen, zu schwer zum Schwimmen, aber Rückwärtssaltos kannst du machen, Link. Ist klar. So. Weiter. Wir müssen in Zoras Reich. In Zoras Reich. Hallöchen, du. Irrlicht, das ist kein Nachtschwärmer. Nachtschwärmer finden wir nur vom Pferd aus. Vor allem treffen wir ihn nicht mit dem Schwert. So. Hör auf, um mich rumzukreisen, du Misset. So. Ich werde wieder fies zu meinen Gegnern. Watz. Watz, watz. Ne? Und es ist ein... Irrlicht. Nachtschwärmer grinsen nämlich. Es wird schon wieder hell. Es wird schon wieder hell. Uns fehlen nur noch 3 Herzteile. Die holen wir uns alle 3 auch noch. Und die sind alle 3 am selben Ort. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger sind die alle 3 am selben Ort. Und deswegen, bis auf diesen einen Schnitt am Anfang des Parts, wird es jetzt hier nicht mehr geschnitten. Ich rede einfach weiter und weiter und weiter. Und es ist immer noch sehr ungewohnt zu sprechen, wenn irgendjemand anderes mit im Raum ist. Also zumindest aufzunehmen. Ja, aber du bist immer noch hier in der Nähe. So, in der Wohnung, das meine ich. Jetzt nicht, dass ich dich loswerden will, aber kannst du dich bitte verpissen? War ein Spaß. War ein Spaß. Ich verstehe eh gerade kein Wort. Ich bin so fies, Leute. So. Kaum zu glauben, dass uns diese diese Wunder-Apps noch so weit bringen kann. Liebe Freunde der Sonne. So. Wir spielen jetzt hier erstmal Zeldas Wiegenlied. Und das ging so. Nee, so nicht. Ich habe mich nicht verspielt, Leute. Ich musste husten, da bin ich abgerutscht mit dem Finger. So, wir haben Veldas Ziegenlied gespielt. Und mit Veldas Ziegenlied können wir Ziegen zähmen. Denn 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zucker zum Zug. Bitte? Meine Witze sind nicht schlecht. Nein. 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 Ich habe 2 Geschwister, ich kann das den ganzen Tag. Nein. Problem ist, sie hat ja auch 3 Geschwister, also von daher. So. Wir holen uns jetzt die letzten 3 Herzteile, liebe Freunde. Lalalala. Und damit hätten wir schon wieder ein Projekt auf diesem Kanal beendet. Was ist los? Was ist das für ein Projekt Ende März? Ein Projekt Ende März. Ende März, ein Projekt Ende März. So, wir müssen hier über die Eisschollen rüber hüpfen. Oh, einmal. Oh, 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 oh. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. So, dann müssen wir hier rüber. Und dann darüber und dann... warten, 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 warten. Warten, 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 warten. Nicht treffen lassen und... Zack, damit hätten wir das drittletzte Herzteil. Sehr schön. Und danach gehen wir hier auf den Grund des Sees und spazieren. Das hat übrigens die wundervollste Herzteilbeschreibung überhaupt auf Zelda Europe. Auf dem Weg, nee, hier. In einer Eishöhle
schmiedest du die Eisenstiefel. Kehrst du damit zurück zu Thoras Quelle, ziehst du die Eisenstiefel an, lasse dich nach unten auf den Grund sinken. Spaziere herum und du findest dort ein einsames Herzteil. So, ich spaziere. Oh, das Herzteil ist aber einsam. Wir nehmen es mit, damit es Freunde hat, wisst ihr? Ein einsames Herzteil. So einsam ist das nicht, hier sind Rubine außenrum. So. Das war das vorletzte Herzteil und das letzte hole ich nicht, Leute. Nö, hab ich keine Lust. Muss ich? Ich muss. Schwimm schneller nach oben, Link. Schwimm schneller nach oben. Boah, wie tief ist dieser See? Wow. Der ist ja tiefer als der Hylia-See. Ist ja echt tiefer als der Hylia-See. So, jetzt lass mich mal hier hoch. So, dann gehen wir hier hin. Und dann gehen wir hier hin. Und dann gehen wir hier rüber. Oh Gott, war das knapp. Und dann gehen wir hier rüber und gehen in die Eishöhle hinein. Aber mit Skill. So. Ich hasse diese Sprünge rüber in die Eishöhle. Das ist echt manchmal ein bisschen doof. So, Leute, wir brauchen mindestens eine leere Flasche. Die haben wir hier. Wir könnten auch drei leere Flaschen haben, wenn ich jetzt noch ein paar Feen verbrauchen würde, die wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr brauchen werden. Aber hey. Ich meine, warum sollte ich die Feen jetzt noch gebrauchen? Ja, Darlings. Was wir aber noch machen könnten, theoretisch, so als kleines Bonus. So als kleinen Bonus. Den Eispfeil holen. Das dürft ihr mir mal in die Kommentare schreiben, Leute. Also wenn ihr sagt, hol den Eispfeil und die vierte Flasche noch, dann versuche ich das. Aber bei der vierten Flasche kann ich euch nichts versprechen. Weil da habe ich auch keine Lust dazu, wisst ihr? Das ist es halt. Wenn ich da keine Lust dazu habe, das ist halt... da, guck mal. Guckt mal, was wir da haben, Leute. Blaues Feuer. Und wisst ihr, was es tut? Es leuchtet blau. So. Also alle Skulltulas werde ich nicht holen, Leute. Definitiv nicht. Vor allem, weil ich nicht weiß, welche hast du schon, welche nicht. Und wo sind sie alle vor allem? So. Aber das mit dem Eispfeil, das könnten wir noch machen. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, zack. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Deine Energieleiste erweitert sich. So, Leute, und damit wäre es das jetzt von der Herzteilsuche gewesen. Damit verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Zelda-Projekt wieder. Und was das sein wird, das bleibt mal mein Geheimnis, liebe Freunde. Das bleibt mein Geheimnis. Das nehme ich mit ins Grab, dieses Geheimnis. Das gibt es nämlich erst, das Spiel gibt es nämlich erst, wenn ich tot bin, wisst ihr? Nein. Nein. Ich will jetzt eigentlich noch aus dieser Höhle rauslaufen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier vollkommen verkehrt. Oder? Nee, ich müsste hier richtig sein. Hier bin ich hergekommen. Hier müsste ich richtig sein. Oder? Ja, hier müsste ich richtig sein. So, alles klar, liebe Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao!